Jo, Freunde der fliegenden Motorsportunterhaltung, seid ihr grüßt heute hier ein gediegenes Ründchen der USC auf der Nordschleife. Da haben wir hier mal jetzt den Allradler gewählt, den Subaru gleich am Start ein bisschen Attacke machen kann. Soweit der Plan. Er bleibt ja immer stehen. So, vielleicht können wir uns hier den GT-Paravan. Leider nicht direkt holen. Ja, aber das war ja Piano. Aber wir hier keinen Unfall riskieren. Das war ein bisschen zu sehr Piano. Ein bisschen chillig hier die Sache angehen. Ist sowieso schwierig hier eine gute Überholstelle zu finden. Die Reifen schon für die zweite Runde. Da kommst du dann auch nirgends so vorbei, gerade mit dem Subaru. Fehlt dann doch ein bisschen der Bums hier auf deinem Rahmen. Ja, Windschatten geht's einigermaßen. Boah, ist der erste schnell. Puh, hier geflogen ist. Lol. Pupina. Was ist das für ein Name? Das ist irgendeine weibliche Puperze wahrscheinlich. So auf niedlich. Oh, da vorne hat sich überrumpelt. Ja, hier in die Kurve. Ist ja super. Schon echt ein Biest. War Stau, absoluter Stau hier auf der Nordschleife. Was ist da los? Pupina, machen wir keine Faxen da, bitte. Ja, kommst du einfach nirgendwo vorbei, du musst dich einfach anstellen und einfach mitschwimmen. Bisschen Schiss, dass ich den GT-Padder da hinten drauf krache. Der Kurve ist ja echt ganz schön langsam. Kommst du nirgendwo vorbei? Da vorne fährt auch die Subaru jetzt schon im Kämpfen. Der Spanier. Scheint nicht so die Geduld der Kollege. Ist eigentlich verschalten, ey, belastend. Och nö, jetzt fehlt mir der Speed. Alter Jungs, was macht der denn da? Ja, alle schön Vollgas. Muss man lupfen. Kam wie Subaru sogar mit Halbgas immer kurz lupfen und durchkrachen. Weil einfach so langsam ist hier auf der Vollgas. Auf der Vollgaspassage. Ja, 5 Kilometer langer Zug hier. Ehre. Ja,
Das habe ich vorbei. Kommst du einfach nirgendwo vorbei, das ist zu geil. Schade, dass es auch nicht mal jemand mault hier vorne. Au, Kacke. Bitte keine Strafe. Das war, glaube ich, ganz knapp. Ach, ja, wie, ey. Wie spät wollt ihr die ja doch aussprechen, die Strafe? Ich habe eigentlich schon damit abgeschlossen, ja. Das kotzt mich ja schon wieder. Er räumt dich ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach nö. Boah, ist mal knapp. Gott sei Dank nur eine halbe Sekunde. Das geht aber noch. Verändern den Windschatten. Selbst sogar einen Blinker. Ich brauche noch. Unglaublich, ey. Die Schwarten hängen dann auch einfach gnadenlos hinten drauf. Da erkennen die nichts. Oh, da vorne wird auch wieder runtergefadet. Bin ich vorbeigelassen, die Ehrenmann. Boah, das war eine Zrille, ey. Puh. Holy shit, ey. Ja, hier komme ich wahrscheinlich nirgendwo vorbei. Morbi. Das ist einfach ein Ungarn, der heißt Morbi. Ist klar.
Aber jetzt hat's GT-Parkland, hat's jetzt irgendwie weggehauen. Schade. Es war wieder so unglücklich. Was soll ich da machen? So unlucky wieder. Vielleicht sieht es, wenn ich es mir im Nachhinein angucke, nochmal anders aus. Vielleicht hatte ich da ja auch eine Teilschuld oder so für den Moment, wenn du im Rennen bist. Ach, Kacke, Mann. Jetzt hau ich das Ding wieder gegen die Wand, krieg ich noch eine Strafe wahrscheinlich für den. Nee, krieg ich keine Strafe. Das kotzt mich ja schwer an, weil ich. Ja, da kommt sie vorher, ja. Es ist halt echt blöd manchmal. Es ist halt auch, das ist zwar auch cool, dass es so unterschiedliche Karren gibt bei den GT4-Kisten. So. Ah, dieses Balancing ist so krass unterschiedlich, dass manche die Kurven so schnell sind, manche so langsam auf Luft geraden. Dass es dann oft zu solchen Situationen kommt. Von WRX hier. Ah, wir fahren wieder Pussy. Genau, das ist jetzt das Beispiel gewesen, wie langsam er hier rumkraucht, er kann ja nichts dafür, die Karre geht da halt auch nicht statt ums Eck. Das sorgt echt oft zu so diesem Ziehharmonika-Effekt. Und auf der Geraden würde er mir wieder so davon ziehen. Ich klebe mir so am Arsch, ey. Rumpel, rumpel, rumpel. Das ist Agro. Schatten, wird es wahrscheinlich hier abstinken, der WRX. Mal gucken, mal gucken. Ja, keine Chance. Ja, egal. P13, vielleicht kann man den Platz gut machen. Oh, der Scirocco ist aber auch nicht so schnell. Oh mein Gott, was ist hier los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, so viel zu P13. Hat es halt auch für P9 gereicht.
Unverhofft. Vielen Zwischenfällen, 0717. Ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. Würde ich mich über ein Like freuen. Macht's gut, haut rein. Ciao.